willkommen zu einem weiteren Testvideo oder eher gesagt einem richtig schönen Test-Raritäten-Video hier auf meinem Kanal. Wir haben ja schon einiges an Pyro-Crackern aus längst vergangenen Tagen gezündet, aber heute setzen wir dem Ganzen irgendwo mal die Krone auf mit einem wirklichen kleinen Sammlerstück, denn das ist ein Bopi-Pyro-Cracker aus den 80er Jahren. Ja, die Packung ist irgendwie auch nicht mehr so in sammlerwürdigem Zustand und auch nicht in Bestzustand, aber die Kenner unter euch werden schon erkannt haben, dass es sich hier um ein älteres Modell handelt. Schönes, durchsichtiges Seidenpapier. Wir gucken da noch genauer drauf gleich. Und zwar kann man hier durch das Seidenpapier auch wunderschön die etwas längere graue Lunte erkennen. Ja, das Backcover ist leider wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, aber wie gesagt, Yuen Longhong ist natürlich der Bopiep-Hersteller und dann Importeur noch Georg Richter aus Hamburg und das natürlich das fehlende Indiz dafür, dass dieser Pyrocracker aus den 80er Jahren stammt. Ja, aber diesmal kommt das Little Bopiep nicht um einen kleinen Test und ein kleines Vergleichsvideo drumherum. Wie gesagt, hier haben wir es. Die Packung aus den 80er Jahren importiert von Georg Richter. Und dann als nächstes würden wir gegenüberstellen, ja, zeitlich nicht ganz passend, aber wie gesagt, hier ist Importeur ebenfalls noch Georg Richter. Und deshalb nehme ich stark an, ja, Ende der 90er Jahre. Ja, man sieht hier schon den Größenunterschied der Päckchen. Ah, Wahnsinn, also auch der Knaller an sich ist viel, viel größer. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn da noch? Ah ja, dann haben wir hier schon, ja, Nico Import. Wie gesagt, das ist die Zeit nach Georg Richter, also frühe 2000er, würde ich sagen. Und dann als nächstes ebenfalls hier mit diesem länglich gezogenen, aber schon mit dem neuen Nico-Label. Auch wie gesagt, 2000er Ware. Ja, und dann als letztendlichen Vergleich zu dem Super-Raritäten-Böller, dem Bopiep aus den 80ern, mal die letzte Ausführung der Bopiep-China-Cracker. Und das ist dann natürlich gar nichts mehr. Und das sieht auch dementsprechend schlecht aus. Wir gucken drauf, wir lassen uns diese kleine Reise durch die Zeit nicht nehmen und gucken mal, was der 80er Jahre Böller so kann. Wir beginnen mal jetzt mit dem Pyrocracker-Test und wir starten mit dem letzten alten Bopiep-Label, eigentlich dem ältesten aus der Bopiep-Serie. Schauen wir mal. Ja, aber ganz ehrlich, der zerlegt noch richtig amtlich, muss ich sagen. Und vom Knall wahrscheinlich auch besser wie die heutige Ware. Gleich noch einen hinterher. Letzte Bopiep-Ausführung. Naja, gut, okay. Machen wir weiter. Mitte 2000 Bopiep. Deutlich lauter. Deutlich lauter. Dann jetzt ein Anfang der 2000er. Ja, ähnlich. Jetzt haben wir noch einen Anfang oder eher gesagt Ende der 90er, wie gesagt. Mal sehen, ob es da einen Unterschied gibt. Ja, viel besser zerlegt. Schnipselwurf eindeutig besser. Davon gleich nochmal einen hinterher. Also jetzt schon Schnipsel zu sehen, Ende der 90er. Oh ja, ein sehr schönes Ding. Und jetzt bin ich gespannt. 80er Jahre Import, Georg Richter. Oh, der war, ja, so ein bisschen verpufferähnlich und dumpf. Gleich ein hinterher. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst wegen der grauen Lunte. Die sieht sehr schlecht aus. Was weg. Verpuffer, leider. Noch ein. Oh ja, der war saftig. Der war saftig. So, der war nicht schlecht. Gleich noch mal einen aus den 90ern hinterher. Also definitiv 80er Jahre der stärkste. Ja, Vergleich noch mal mit dem 80er. Oh ja, besser. Ein sehr schöner Böller, der hat sich noch gelohnt. So, Durchgang Nummer 2. Wir starten jetzt mal mit dem Georg Richter 80er Jahre. Verpuffer. Ja. Das ist halt normal. Gleich ein hinterher. Ebenfalls Verpuffer, aber schöner, dumpfer Verpuffer. Es lohnt sich also.
ebenfalls Verpuffer. Also die Verpufferquote war leider sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz ein schöner Böller gewesen. Den letzten, ja, das war leider auch nichts. Okay, trotzdem, nichtsdestotrotz, es war halt kein Sammlerobjekt. Es hat Spaß gemacht, es war ein schöner Böller. Wir machen nochmal zwei aus den 90ern. Aus, noch ein. Ja, ganz ehrlich, also Ende der 90er, definitiv noch sehr, sehr gute Verbrauchsware. Ja, und Schnipsel, der zerlegt noch richtig, Freunde. Jetzt gucken wir noch mal Anfang der 2000er. Ja, schon deutlich schlechter, sage ich mal. Auch nicht mehr zerlegt oder so. Mitte 2000. Ja, obwohl der jetzt geschnipselt hat, der Knall war nicht, ja, der war nicht jetzt, der war nicht sehr laut, aber er hat sich super zerlegt. So, letzte Bo-Piep-Ausführung. Ja, und auch deutlich die schlechteste. Also wie gesagt, diesmal konnte man den Jahreszahlen durchaus sehr gut vertrauen. Sieger natürlich ganz klar, wenn er denn funktioniert, der Georg Richter Böller aus den 80er Jahren. So, wir hauen einfach alle weg. Raritäten, Pyrocracker Action sozusagen. Sehr solide und sehr starke Ausreißer nach oben dabei, auch von den letzten Ausführungen Mitte der 2000er, definitiv noch zu empfehlen. So, zu guter Letzt machen wir jetzt mal nochmal ganz zum Schluss einen sehr aktuellen Komet Pyrocracker aus der heutigen Zeit als kleine Referenz zu eben. Ich denke, darüber brauchen wir nicht sprechen. Man hat gesehen, was sich in den Jahren getan hat. Also, alle gezeigten Böller, ein Traum. Oh ja, der war saftig. Der war saftig. In der Slow-Mo erkennt man nochmal deutlich die Kraft und die Zerlegung des kleinen Pyrocrackers aus den 80er Jahren. Ja, der Zahn der Zeit hat an dem Produkt genagt. Tut mir ziemlich leid, aber mit diesem Ergebnis muss man natürlich leben. Es waren viele paar Puffer dabei. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese kleine Zeitreise durch die Pyrocracker von Bo Peep gefallen hat. Bis zum nächsten Video, euer Skydancer.